Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 4. Wir sind immer noch in der Wasseraufbereitungsanlage und haben letztes Mal herausgefunden, dass Kameras unzerstörbar sind. Beziehungsweise kugelgesichert. Immer wieder gut. Die Leute legen hier absoluten Wert auf Sicherheit. Vor allem was ihre Kameras angeht. Ja, technisches Equipment ist sehr wichtig. Oh! Dich habe ich zu spät gesehen einmal. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beachten. Ja, hier sollte mal jemand das Ventilationssystem lüften. Beziehungsweise reinigen. Oh, Message. You have one new message. First message from Ian Hives. Hi, Bill, it's Ian Hives. Look, I just got your email. I wish I could give you some more background on this, but it's strictly need to know. Hell, I don't even know what all this is for. For now, look, just focus on the specific contaminants in the task summary. Maybe I can fill you in a little more once we've completed the survey. End of messages. Diese extrem geilen Physik Engine Fehler. Da konnte selbst Ian nichts dagegen tun. Dem unterliegt man einfach. Was die ganze Eimer-Sequenz da oben sollte, ich weiß es nicht. Ich habe sie, wie gesagt, viel zu spät bemerkt. Naja, so viel zum Thema. Gut, den habe ich jetzt aber nicht zu spät bemerkt, den habe ich gesehen. Ist da unten irgendwas? Will ich es herausfinden? Ja, ich tue es einfach. Ah. Na, Ratten. Und da haben wir Permanent Health Increase. Sehr gut. Da gab es nicht mal eine Scary Scene zu. Sehr ungewöhnlich. Ich ging schon voll davon aus, dass irgendwie wenigstens der Kollege da hinten hinter mir stehen würde. Genau deswegen will ich nicht ins Wasser. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich hasse Wasser. Das ist jetzt kein Grafik-Engine-Bug, denke ich mal. Breathe! Wieder im Krankenhaus. Come on, make a push! Diesmal ist die Decke blutig statt dem Boden. Und auf dem Boden sind nur ein paar blutige Schritte. Und richtig rennen kann man auch nicht mehr. Man kann nur noch so langsam sich bewegen. Oh! Ja, da explodiert die Tür. Was auch auffällig war, diesmal war das Element. Alma. Ja. Nee, Alma war kein Element, aber ist auch keins. Aber letztes Mal war auf dem Boden Wasser. Nein, es war Blut. Blut. Was laber ich? Ich wollte von einer Elementarveränderung reden, das Wasser gewesen wäre, und jetzt sieht man zusammen hinter der Tür Feuer. Wieder mal. Schrecklich hier. Kann man überhaupt durch? Nein, natürlich nicht. Ja. So. Da ist auch nicht viel. Insofern sparen wir uns den Umweg und gehen direkt durch den Luftschacht. Ja, Mission Impossible Musik hier. Da! Where is she? Der ist doch nicht, ne. Oh, mal wieder. Eins seiner Opfer. Alma! Ja. If Vettel finds her. Origin. What the hell are you talking about? Ich ruf den Krankenwagen. Alma, what's Origin? Ja. Alright, buddy, get moving. Vettel's gotta be close. Oh, Checkpoint. Iha. Was? Hitte. Was? Staub jede Sicht. Was?
jemand? Gut, keiner will mehr. Geht's weiter. Was habe ich eigentlich für Waffen? Schon länger her, dass ich dich gespielt habe. Oh! Na gut, dass man sich auf die Schrotflinte verlassen kann. Den habe ich nicht erschossen, der lag da schon. Ich bin mir relativ sicher. Also. Okay. Man springt sogar rein. Taktisch sehr ein Glück. Ja, und wie man gesehen hat, ich habe meine Tage gemacht und einfach mal das gemacht, was ich immer mache, was ziemlich dämlich ist, nämlich die Schrotflinte als Fernkampfwaffe benutzt. Was sie nicht ist. Oh, ich hätte auch die Tür benutzen können. Mehr? Ja, da liegen ein paar mehr rum. Aber okay, ich will deine mathematischen Fähigkeiten nicht in Frage stellen. Also, rein theoretisch, wenn man hier eine Weile steht, ja, und das Gas einatmet, sollte man ziemlich high werden. Ich merke noch nichts. Nö. Nö, passiert nichts. Ja, die Dröhnung umsonst will sich der Protagonist einfach nicht geben. Kann man nichts gegen tun. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ich meine, wir haben ja immerhin einen wichtigen Auftrag. Allerdings wäre das nicht das erste Mal, dass irgendwelche Soldaten von der US-Regierung und... Ja, ich weiß, ich verfall wieder in Spekulationen hier. Von der US-Regierung, also ihrer Regierung selbst, unter Drogen gesetzt werden. So ist es ja bisweilen bestätigt, dass die Soldaten damals im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Speed und sowas bekommen haben. Natürlich besonders ingeniertes Speed. Noch wirkungsvoller, noch stärker. Und auch ziemlich suchterzeugend. Einfach um ihre maximalen Fähigkeiten wie ja. Hier, Slow-Mo. Ich weiß nicht, ob es ein Slow-Mo im Kopf erzeugt, ich habe noch nie Speed genommen. Will ich auch nicht, aber soll wohl. Was? Oh. Ja, soll wohl die Sinneswahrnehmung ein bisschen schärfen. Das heißt gut. Aber, keine Ahnung. Und wenn man der Storyline von anderen Spielen folgt, wo es sich auch um Klone dreht. In anderen Spielen haben andere Klone auf jeden Fall auch Drogen bekommen, um die ganze Sache, um ihre Kontrollierbarkeit ein bisschen besser zu gestalten. Und vielleicht fährt es sich mit diesen Klonen hier genauso. Vielleicht haben die auch Drogen, Intus. Ich meine, wer weiß. Wie immer rein spekulativ. Ha, was? Ohne Vorwarnung. Ja, wieder mal taktisch sehr wichtig, immer den höchstgelegenen Punkt umzusuchen. Da ist man taktisch im Vorteil. Allerdings ist man auch präsentiert wie ein Pokal und scheine wie ein Diamant. Kann einen jeder erwischen. Braucht man nicht mal einen Scharfschützen für. Da trifft selbst der dümmste Idiot. Und jetzt habe ich so viel gelabert, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich zurückgehe, ob das jetzt der Weg ist, in den ich zurückgehe. Aber, ne. Also hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ja. Genau, da hinten waren Jungs. Die jetzt keine mehr sind. Naja, also. Geschlecht immer noch männlich, aber. Ich will jetzt nicht hier einen Toten noch als. Na, wie dem auch sei. Gerade wieder abseits meiner verbalen Wege und Fähigkeiten. Ob man das kann man nicht. Schade.
First Aid habe ich. Ich glaube, da war ich auch. Das. Natürlich war ich da unten. Ja. Caution. Please use handrail. Oh, vielleicht. Nö. Kann ich aber gar nicht. Verwirr mich nicht mit falschen Hinweisen, Spiel. Das ist nicht nett. Checkpoint. Das ist. Gut. Hä? Voll der mutige Typ, ey. Springt da so mit einer Hand über das Gelände. Ohne überhaupt Deckung zu. Wow, wow. Das war cool. Wer hat hier gerade wo geschossen? Du warst es nicht, oder? Nee, der Kollege ist tot. Also, das wusste ich ja schon. Sehr irrt. Hier liegt ein Bein. Was ist ein Bein? Ist das? Hallo. Okay, er zeigt demonstrativ an, dass es nicht sein darf. Ich sprach von dem hier. Der zeigt mir sozusagen den Stinkefinger nur mit dem Bein. Sieht interessant aus. Könnte man gleich wieder als moderne Kunst abtun. Aber ich glaube, das Thema Kunst und Leichenteile. Das hat schon jemand für sich als Copyright. Nicht so meins. Naja, da gehe ich jetzt nicht. Naja, okay, vielleicht gehe ich doch lang. Da lässt man mir wieder keine andere Wahl. Naja, Taschenlampen rumspielen. Klick, klack. Slippery when wet. Jetzt mal ehrlich. Erwarten die von ihren Arbeitern, dass sie diesen Weg gehen? Hier lang gehen und hier runterspringen. Also, da fallen mir doch glatt drei oder vier wenigstens Arbeitsrechte ein, die dann, die dagegen verstoßen werden. Ach ja, immer noch das Primary Ziel. Paxton Vettel zu. Streitkräfte sich endlich mal darauf konzentrieren, den Typen wirklich mal zu fassen und einigen sich auf Kooperation. Warum man davon nicht gleich sprechen konnte von Kooperation, weiß ich nicht, aber so ist das nun mal. Im ganzen bürokratischen Gewirr, jeder hat so seine Aufgaben. Was machst du da? Hat er gerade eine Mausefalle hingelegt? Nee, das blinkt. Okay, wir müssen wissen, was er da macht. Hoffe ich zumindest. Ich meine, wer weiß. Hier was? Natürlich ist das. Reflex Boost. Das sollte ich auch wieder verwenden, fällt mir ein. Das wäre sonst glatt eine ganze Folge ohne Slow-Mo. Obwohl, ich habe die Slow-Mo kurz benutzt. Allerdings nicht wirklich sinnvoll. Das zählt nicht. Wieder mal ein Checkpoint. Ja, nehme ich. Nee, was war das? Die Penetrator. War das nicht diese